Ja, Freunde, damit herzlich willkommen zur letzten Folge Minecraft Ultimate in diesem Jahr. Ja, das hier wird die letzte Folge sein und natürlich muss es ein besonderes Video sein, nämlich ein Silvester-Special. Wir haben hier ein schönes Feuerwerk, das ich da unten aufgebaut habe. Ja, Freunde, was werden wir heute machen? Ganz ehrlich, nix. Ja, wir werden mal hier so ein bisschen drüber fliegen, werden darüber reden, was wir hier alles in letzter Zeit und halt die komplette erste Staffel über jetzt gemacht haben. Die erste Staffel ist noch nicht vorbei, ja, es geht nur bis Folge 100. Danach geht es natürlich auch noch weiter. Also mit Folge 100 ist es natürlich nicht beendet. Ja, aber natürlich muss jetzt diese Folge hier gefeiert werden, Folge... Ich weiß es nicht, wie viel Folge es ist. Folge 85, 86, irgendwie sowas. Und es ist einfach wunderschön. Mit diesem Texture Pack. Und dann auch alles das hier einfach ignorieren, ja. Wir werden heute darüber reden, was wir hier alles gemacht haben. Und was wir 2020 noch alles bauen werden. Verdammt, das ist ja bald schon leer. Dann unterbreche ich das mal ganz kurz. Sehr gut. Ja, wir fangen dann einfach mal hier an. Ich habe das hier alles schön eingerichtet. Das hier ist das, was wir bisher geleistet haben. Hier hinten die Pyramiden natürlich noch. Darf man nicht vergessen. Oder hier dieses Haus. Das ist eigentlich das gleiche wieder unten. Ja. Es sieht einfach nur wunderschön aus. Hier hinten natürlich auch der Weg zur Pyramide. Wunder, wunder hübsch. So, jetzt gucken wir das uns natürlich alles noch ein bisschen genauer an. Hier beispielsweise, wir werden nächstes Jahr noch das Pferd hier, den Pferdestall werden wir noch machen. So, hier endlich mal so eine Schweine und so eine Viehfarm halt machen. Dann haben wir hier unser kleines Hühnerhaus. Nein, ich mache nicht die Tür auf. So, mit den ganzen Füchsen. Hier stehen jedes Mal mehr Füchse rum. Ich muss die irgendwie hiervon abhalten. So, wir haben ja jetzt hier eine größere Truhe noch gemacht. Jetzt guckt ihr auch hier so. Übrigens weiß ich jetzt auch, wie man diese Tipps ausschalten kann hier, von wegen, ich drücke X zum Springen oder sowas. So, hier hinten, die nicht als zur Vorzeigkeit, Moment, was? Ja, die haben wir ja erst vor ein paar Folgen gebaut und ich hoffe, dass das jetzt auch funktioniert. Hier, ich meine, hier ist immer nur 8 Stück drin. Ich hätte das nur mit einem verbinden sollen. Irgendwie wächst das nämlich nicht richtig. Hä, was war das? Habt ihr das gehört? Ich hab das eben schon gehört. Was sind das für Geräusche? Da schreit irgendwas. Das war eben ganz, ganz gruselig. Ich hab nämlich da hinten in unserer Cobblestone-Maschine. Achso, übrigens, ja, Cobblestone-Maschine hier. Hab ich nämlich geguckt, wie das mit diesem Mechanismus war, um das da hinten mit dem Feuerwerk zu machen. Und das ist hier auch, wenn ich mich hier hört man. Jetzt hört man es nicht mehr, aber man hat es ganz kurz gerade gehört. Als ob da irgendjemand so schreien würde. Und das war ja ganz, ganz gruselig. Ich war hier gewesen, wollte das gerade aufmachen. Plötzlich war da so ein Enderman gewesen, der hat sich ganz schnell teleportiert. So bum, 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 bum. Und plötzlich hat das angefangen mit diesem Geschrei. Ich dachte, das wären irgendwelche Endermilben. Ich bin dann hier hoch, ich habe nichts gefunden. Du bist das nicht, ne? Unsere schöne Oase. Keine Ahnung, was das war. So, Zuckerrohr. Da ist er schon wieder! Weil es regnet. Also, ja, weil es schneit hier bei uns. So, hier, was ist das schon? Na, das darf nicht wahr sein. Hier natürlich unsere schöne Farm. Mit immer noch diesem Loch da drunter. Hier die Farm. Dann haben wir hier unser, von oben sieht das irgendwie ein bisschen seltsam aus, unsere Wollfarm, meine ich, keine Schafsfarm, und da ist schon wieder irgendwas daneben gegangen. So, das möchte ich aber jetzt noch haben. Pack ich noch schön da rein. Hier ist schon wieder irgendwas falsch gelaufen. Jetzt muss ich das hier so machen. So, das mache ich heute nicht mehr. Ah, okay, das ist eins. Sehr schön. Ja, dann haben wir hier die Bäume hier haben wir angepflanzt, ja. Die Akazienbäume. Hier haben wir dann
Das Teil, das werden wir nächstes Mal auch noch fertigstellen. Hier haben wir unser schönes Dorf. Nein, der Weihnachtsmann schon wieder. So, hier natürlich unser Händlerstand, wo wir jetzt auch zuletzt noch kurz waren, ja, mit unseren ganzen Leuten hier der Priesti, der Cookie, der Levi, der Hexi, unser Bowie, der, keine Ahnung, wer das ist, unser Wischti, der sieht auch genau, keine Ahnung, Siglinde. Sonny, keine Ahnung, ich erfinde gerade irgendwelche Namen. Hier haben wir natürlich Siglinde. Ist ja ganz klar. Mach die Tür zu. Ja, hier habt ihr noch schön im Haus. Ihr braucht natürlich auch ein bisschen Silvester. Ihr könnt schon nicht raus. Da habt ihr explodiert doch da drin. Ja, was haben wir noch? Mechanismus natürlich gerade. Den werde ich natürlich wieder wegmachen. Hier unser Haus natürlich. Ach ja, hier unsere Beeren. Unsere Entsorgungsanlage. Unsere Mojang-Dinger hier, unser Kieselstein. Unsere Netherwarzen-Farm. Mach zu. So, unser Keller. Natürlich. Wer kennt ihn nicht? Eins der ersten, ja, Gebäude, sage ich einfach mal, wo wir hier gemacht haben. Hier natürlich unsere Karte, das, was wir bisher schon erkundet haben. Da sind wir. Hä? Was ist das? Ach, das Grüne, das ist die Karte hier. Ich habe das zweimal, weil die Karte hier zweimal existiert, ne? Sieht ja aber immer noch so ein bisschen leer aus. Ach, das ist unser Feld da. Warte mal. Nein! Die Karte ist weg. Ich wollte die nehmen. Ich bin doch so ein Dulli. Wo ist die? Wo ist die Karte? Da. Warum kann ich das nicht aufmachen? Hä? Nein, ich will da unten hin. Was ist das? Ich will die Karte aufrufen. Die wird mir nicht angezeigt, wenn ich. Ich hänge die einfach wieder dahin. Ich hoffe, das ist die. Ah, nein! Na gut. Ich muss das irgendwie wieder regeln. Okay, interessant. Und ich muss niesen. Ah, sorry. Natürlich auch in der letzten Folge darf das nicht fehlen. So, hier unsere. Ja, das da halt. Den Keller werden wir nächstes Jahr auch noch so ein bisschen ausbauen. Oder wir werden komplett woanders hinziehen. So, hier oben natürlich dann unser Haus. Mit. Grasi, Graser, Baldi, Grasi, Graser, nein, halt. Baldi, Walder. Walter. Was ist das? Ist das hellgrün, dunkelgrün? Ich glaube, sie ist hellgrün, das ist dunkelgrün, oder? Ich glaube, das ist Waldi, Walder. Keine Ahnung, ich muss wieder gucken. Mach die Tür zu, bist du geisteskrank? Auf jeden Fall Worty, Water, Engli. Rudi Ruder, sehr schön, ist doch allerliebst. Fehlt der Block? Nee. Unser Honigblock natürlich. Ja, muss explodieren. Hier unten noch diese kleine Farm hier, ne? Hier, ja, habe ich euch eben schon gezeigt. Dann hier die Sonnenblumen mit den Bienen. Haben wir ja letztens mal hier hingesetzt. So, unser Dorf natürlich hier die. Ja, die Füchse sind hier nicht mehr. Was ist das denn für einer? Also der Zombie wieder. So, hier steht gar nichts mehr. Oh nein, hör jetzt auf. Ja, und natürlich hier dann die ganzen Pyramiden hier. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Stück. Ah, hier natürlich unser anderes Dorf. Ja. Eigentlich müsste ich jetzt noch die Höhle zeigen, aber mache ich nicht. So, Pläne für nächstes Jahr kann ich schon mal ganz ehrlich sagen. Beziehungsweise, ja, nee, Pläne für nächstes Jahr und auch wie es hier weitergeht. Wir werden wahrscheinlich hier noch so ein paar Häuser hinzufügen, das Ganze wieder ein bisschen belebter machen. Und diesmal auch in jedes Haus wieder irgendwie so einen Gegenstand reinstellen, nicht dass sie wieder alle zu mir kommen.
Wir werden wahrscheinlich hier noch diese Baumplantage werden wir erweitern. Da steht schon wieder so einer. Wir werden hier die Händler alle aufs Maximum voll kriegen. Wir werden eine Schafsfarm noch extern bauen. Das Teil hier wahrscheinlich noch ein bisschen größer machen. Bestimmt auch noch irgendwas mit diesen Türmen hier anstellen. Die Höhle werden wir noch ausbauen. Wir werden noch eine Bambusfarm machen. Und was weiß ich kann gleich das Teil nochmal vorlesen. Hier diese Fuchsplage irgendwie entfernen. Wir werden sehr wahrscheinlich noch eine zweite Cobblestone-Maschine hier anbringen. Und hier ist irgendwo eine Höhle. Aber wo? Hier irgendwie? Läuft da oben drüber? Ach, da oben. Was tut die Geräusche? Wer macht diese seltsamen Geräusche? Ihr macht das nicht, oder? Nee, ihr seid das nicht. Keine Ahnung. So. Auf jeden Fall. Ich schalte das Teil jetzt hier wieder an. So, und ich kann euch ja mal kurz noch hier vorlesen, was ich so alles geplant habe, was wir noch bauen werden. Ich habe das ja hier in meinem kleinen Notizbuch hier. Ich muss kurz suchen. So, hier haben wir es. Wir werden die Nether-Portal-Festung bauen. Wir werden noch die Tierfarm bauen. Keine Ahnung, warum ich das hier abgehakt habe. Wir haben eigentlich keine Tierfarm. Wir werden eine Bücherei mit Zaubertisch machen. Eine Kartenwand. Einen automatischen Komposter. Einen Pferdestall mit Pferd, Esel und das andere Fieder, Maultier. Eine Schmiede mit automatischem Ofen. Ein Wither-Altar, ein Ender-Altar, ein Leuchtfeuer, eine automatische Bambusfarm. Jetzt ist es vorbei. Eine automatische Kakaofarm. Ein Dekorationshaus mit Bauhex. Eine Kaktusfarm, eine automatische Kaktusfarm. Eine automatische Entsorgungsanlage, eine automatische Honigfarm und eine automatische Honigwabenfarm. Es gibt da noch viel mehr Dinge hier, die wir noch machen können. Beispielsweise hier, ach, was war das? Hier automatische Süßbärenfarm natürlich. Und, ist er wirklich schon leer? Da waren drei Stacks drin. Na gut. Ja, Freunde. Ach, die Schneeballschlacht, stimmt. Hi. Wir wollten noch mal eine Schneeballschlacht mit unseren Schneemännern noch machen. Ja, das können wir jetzt wohl auch vergessen. Oder nee, wisst ihr was? Wir machen das jetzt noch schnell. Wir machen das noch schnell. So, wir machen das ganz, ganz schnell noch. So, ich nehme hier so einen Block, mach das hier hoch. Ja, das reicht. Jetzt mache ich hier so eine Linie. Es dauert jetzt noch ein bisschen, das aufzubauen. Dann nehmen wir. Wo ist er jetzt? Schnee. Da. Und natürlich noch das da. Nee. Was ist das? Warum sieht das so komisch aus? So, ich hoffe, die fallen da jetzt nicht runter. Wenn nicht, haben wir ein Problem. So, die wunderschöne Schneeballschlacht. Ach, wir halt, sterben ja. Okay, ich muss. So. Leider, leider muss ich ausschalten. Bam, bam. Bam, bam, bam. Ihr habt ein super Gesicht. Und bitte hier oben bleiben. Und versaut mir nicht wieder alles mit Schnee. Nicht runter, nein! Ihr seid so dumm, wisst ihr das? Jetzt soll ich noch die Schneebälle hier raus.
Nein! Du bleibst da drin. Die kämpfen jetzt gegen den. So, Schneeballschlacht kann beginnen. Wir stellen uns jetzt hier hin und dann müssen wir versuchen, die da runter zu schleudern. 1, 2, 3, der eine fliegt schon von selbst. Das ist eigentlich so eine Weihnachtsmusik noch. So eine Silvestermusik hier. Na komm! Na komm, bewerf mich doch mal mit Schneebällen hier. Was macht ihr da? Hä? Okay, ich mach mit. Ich treffe keinen einzigen. Okay, den treffe ich. Der steckt da fest. Ihr macht wieder alles mit Schnee voll. Das darf nicht sein. Stirb. Ja, super, treffe ich den hier. Soll ich ihn mal mit Feuerbällen abschmeißen? Wie viele Hitpoints hat er denn? Aber weißt du was, lauft noch weg. Ah, was macht ihr, ey? Viel geblieben. Es ist noch nicht vorbei. Ah, hier ist eine schöne Schneeballschlacht. Sehr gut. Komm, der kommt mal her hier. Hab ich ihn? Ja, sehr gut. So, machen wir hier eine schöne Schneeballschlacht. Ah, das gefällt euch doch hier. Oh nein, das sind zu viele. Verdammt, sind das viele. Ah. Wo sind die Schneemänner? Die sind alle weg. Das darf doch nicht wahr sein. Hä? Warte, ich brauche mehr Kollegen. Bam, bam, bam. Bam, bam. Hey, wo sind meine Schneebälle? Die sind schon wieder alle weg. Stimmt doch mal, ihr müsst da vorne in die Blumen rein, sag mal. Wie viel Leben haben die denn? Wie viel zieht denn so ein Schneeball ab? Einer ist tot. Freunde, wir schaffen das. Sie müssen nur alle da vorne rein. Und nie wieder rauskommen. Da ist noch einer gestorben. Das sieht doch super aus. Frohen Silvester wünsche ich euch alle. Kommt gut ins neue Jahr. Aber ich glaube. So, der Anführer, der ist schon mal weg. Was macht ihr jetzt, ne? Ja, nicht abhauen, bleibt schön hier. Der nächste ist tot. Komm, das schaffen wir heute noch. Noch einer ist tot. Komm. Warum verreckt er denn nicht? Los, los, los. Da muss noch einer sterben. Der ist auch tot. Der ist tot. Du stirbst jetzt. Au. Mein Gott, sind die so hartnäckig. Er ist tot. Er ist jetzt gleich auch tot. So, komm. Mein Gott, stirb doch mal. Hab ich euch noch nie getroffen? So, und der letzte. Verreck in der Hölle! Freunde, und ich würde sagen, das ist das Ende. Das heißt aber nicht, dass du gehen darfst. Das ist das... Da ist noch einer. Er hat einer überlebt. Wir müssen ihn verteidigen. Nein. Stirb.
Aber wie viel hält der aus? Jetzt reicht's mir aber! Hä, warum stirbt der nicht? Der muss jetzt gleich mal tot sein. Dankeschön. So, du darfst da bleiben. Nein, die haben alles voller Schnee gemacht. Freunde, ich würde jetzt sagen. Nein! Das war's von der letzten Folge Minecraft Ultimate in diesem Jahr. Seid gespannt, was nächstes Jahr alles passieren wird. Die nächste Folge kommt sehr wahrscheinlich erst nächste Woche oder so. Diese Woche auf jeden Fall wahrscheinlich keine Folge Minecraft mehr. Auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Das war's von dem Silvester-Special. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns 2020 wieder. Kommt alle ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal. Bis 103. Und ciao.